Hallo und willkommen zurück bei unserem OneBlock-Projekt, genau. Hier sieht man schon, unser erster Dorfbewohner hat sich schlafen gelegt. Jetzt hoffe ich, dass die anderen das auch machen. Ist auf der eine, der im Boot sitzt, der kann das ja gar nicht machen. Ja, dann bau das Boot ab. Okay, riskant aber, ja, mach ich. Ja, schieb das Boot halt weg, wenn es ist. Warum riskant? Hat sich gerade reingebeamt. Ich glaube, dass ich das Bett nämlich belegt habe. Jetzt baue ich das nochmal kurz ab. Zack. Ja, dann hätten wir unsere ersten Dorfbewohner darin. Was machst du jetzt? Oder bauen. Aha. Ich? Hast du ihn geschlagen? Ja, versucht. Aber er lebt sich sicher auch. Wir brauchen ganz, ganz dringend die Tore, dass die da reingehen. Ich mein, ist schon drinnen. Ja, er legt sich gerade schlafen, oder? Sie schlafen alle. Okay, perfekt. Also, vergesst nicht, uns ein Like und ein Abo dazulassen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Wo sind die Tore? Also, da brauche ich das Stück. Ich brauche nämlich 4 Stück. Hast du gesagt, oder? Nein. Ja, du hast jetzt 4 Stücke auf jeder Seite. Ich hab nichts gesagt. Du hast jetzt 4. Dass die nicht durchlaufen können, oder? Warum schläft der am Boden? Ja. Und da können sie nicht raus, oder? Genau. Okay, bitte. Der Wolf hat gerade den Fuchs getötet. Super. Aber ganz Fuchs. Hey. Der Wolf hat den Fuchs getötet. Hey, böser Fuchs. Weil er unsere Hühnchen und Schafen, was weiß ich, was alles. Ein Hühnchen hat überlebt. Wir brauchen nämlich noch Betten für uns auch. Ja, das ist cool, da habe ich ja nicht mal. Zack, das waren nur 2. Wir müssen unbedingt unser Gehegezeug da ausbauen. Und hast du denn den haben wir eigentlich Knochen zum Zähmen vom Hund? Haben wir schon das Skelett besucht? Nö. Noch nicht. Hätte sein können. Sei nicht so lange. Wir müssen auf alle Fälle, möchte ich nicht, noch mehr Betten machen. Frühst doch was. Oh! Ha, dann kriege ich das dunkle Bett und gutes helle, falls ich mal muss. Also baust du fleißig weiter. Was ich in der. Cool, der hat schon gelesen. Was ich in der Folge auf alle Fälle machen möchte, ist das Haus fertig bauen. Hoffen, dass noch mehr. Ja, für uns auch. Hoffen, dass noch mehr Villager kommen, dass wir das ein wenig ausbauen können. Haben wir eine Eisenspitzhacke? Ah! Hey! Entschuldigung, Kuh. Ich hab einen Schaden. Ich werde gefunden. Entschuldigung, Kodimoni. 2. Okay, perfekt. Haben wir eine Angel? Haben wir. Oh, wir haben zweimal. Zweimal und brauchen dreimal Seite, oder? Oh, Biene! Wir haben so. Haben wir einen Bienenstock? Haben wir einen Bienenstock? Na, wir fliegen so oder so ins Wald, ob wir einen Bienenstock haben oder nicht. Nein, mit dem Bienenstock, da fliegen sie mit dem Bienenstock rein. Haben wir Honigwaden? Das war nicht, ja, 3, 4. Warum sagst du nichts? Du her, wir haben 6, dann können wir Bienenstöcke machen. Ja, man kann Bienenstöcke machen. Ja, ja, mit Honigwaden. Du her, lass es drin. Wo hast du es? Moment, da. Schmeiß raus. Oder du tust wieder in die Kiste. Ja, tu es in die Kiste, dann mache ich das schnell. Ja. Und mach da eine große Kiste draus, wenn es geht. Ist egal, aber dann kommen vielleicht mehr. Schau, da ist. Bienenstock. 2 Stück. Aber die platziere ich nämlich, dann kriegen wir vielleicht dann. Nämlich die Bienen da rein. Und dann haben wir nämlich auch Honig. Ich hätte so noch 4 Zauntunnel. Ich tue uns die dahin. So zu den Villagern, weil vielleicht machen die da auch irgendwas mit denen. Nee, ich glaube aber es gibt einen Job mit Bienenwaren. Ja, keine Ahnung, aber sehen wir mal. Haben wir Eisen für eine Eisenspitzhacke? Hier ist Gold. Wir haben doch eine Eisenspitzhacke, oder nicht? Eisenspitzhacke. Können wir wenigstens Eisen? Ne, weil das habe ich. Die 2 Eisen, die wir gehabt haben, habe ich zur Schere gemacht wegen den Betten. Ja, okay, dann muss ich es so abbauen. Kommt eh noch oft. Oh, warte, habe ich. Ne, ich habe auch nicht. Okay. Dann baue ich es so ab.
Was ich nämlich mit der Wolle nämlich auch abbauen müsste, unbedingt haben wir schon Getreide. Mhm. Ich glaube, irgendwo haben wir Getreide. Das werden, also nicht die Weizen. Ja. Doch, Weizen haben wir irgendwo rumliegen in der Kiste. Also, die Kiste haben wir schon. Haben wir Betten? Betten haben wir nicht? Nein, nicht Betten. Von Betten kann ich jetzt nicht. Das wollte ich gar nicht sagen. Das ist nur gerade spontan geschossen. Haben wir. Was? Wenn es mir einfällt. Ich habe gerade einen Blackout. Du glaubst, wir haben Weizen in den Kisten? Ja, in irgendeiner Kiste werden wir schon Weizen haben. Ich habe ja schon mal was geerntet. Da ist ja nichts. Ich glaube, das ist in der Wonderbox da drin. Bin mir aber nicht sicher. Nö. Fail. Okay. Haben wir noch Bäume? Ja, seit so länger, aber jetzt gepflanzt haben wir keine. Ah doch, haben wir aber die Box. Ja, weil sie zu nah an dem Ding stehen, glaube ich. Keine Ahnung. Weil ich möchte nämlich Komposter dann verwenden. Oder haben wir schon Komposter? Ja, sicher. Ah ja, perfekt. Wir haben schon lange einen Komposter. Weil dann können wir nämlich wirklich mal schauen, dass wir die Gehege ein bisschen aufteilen. Und verschiedene Gehege bauen. Weil dann haben wir nämlich auch mal Essensvorrat, weil irgendwie mit den Schafen und den Kühen und was ist das alles. Müssen wir mal ein paar töten? Nee, eben nicht, weil dann haben wir so ein Gehege drin, dann können wir immer wieder, wenn wir, oder so ein Ding machen, eine Farm mit Trichter und so. Die so. Kannst du aber auch nicht checken, die nämlich nicht. Ich weiß. Ich krieg das dunkle Bett, du kriegst ein helles Bett. Das ist mein Spruch. So. Aber wir machen uns jetzt noch kein richtiges Haus. Warum nicht? Ja, weil wir zuerst mal einen Wohnblock abbauen müssen und. Aber wir könnten uns, wenn du magst, können wir schlafen legen. Die erste Nacht schlafen. Ja, liegen schlafen, bitte zu weit weg. Ich hab das dunkel. Leg dich schlafen. Mit meiner treuen Spitzhacke leg ich mich schlafen. Perfekt. Hey, ich schlafe noch nicht, bitte ist zu weit weg. Perfekt, wir schlafen das erste Mal im Wohnblock. Hurra! So, also nie wieder eine Nacht durchmachen. Oh, jetzt setzen wir fast runter. Nein, das war mir. Also, was du? Das war ich. Gott, das ist mir noch okay, ich muss die Landschaft da ein bisschen vergrößern. Ja. Das ist mir zu riskant. Und ich muss da unbedingt schauen, dass wir. Da haben wir eh die Schweine drin. Ja. Und? Wir brauchen entweder ich kümmere mich jetzt mal um Weiterbauen. Ja, mehr Betten kümmere ich mich nicht, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte eigentlich nicht sagen, ich mache eine Landschaft fürs Gehege. Beziehungsweise. Erde habe ich schon. Hast du Erde? Ja. Die benutze ich jetzt. Achso, alles oder was? Nein, nur ein bisschen was. Weil ich möchte nichts für die. Also ich möchte auch auf alle Fälle Bäume, also Setzlinge machen. Vielleicht ein Farb. Den setzen wir nicht her. Weil wir brauchen unbedingt auch Holz, wir haben extrem wenig von allem. Ich habe 8 Blöcke verwendet, was soll ich machen? Ja, ich baue mir da, möchte ich den Wald bauen für uns. Haben wir Fackeln? Ja, ich denke. Warte, ich tue da. Da haben wir auf alle Fälle. Hier hast du Erde. Da haben wir Kohle, die werde ich dann auf alle Fälle zum Beginn machen. Oh, ich sterbe gleich. Warum? Weil es mich erschossen hat. Oh, es brennt. Vielleicht kriegen wir einen Knochen, vielleicht kriegen wir einen Knochen. Ah! Mensch, stirb doch! Knochen? Und? Ja! Ja, wir haben einen Knochen! So, sollen wir den hernehmen für den Fuchs? Für den Wolf. Ja, Wolf. Natürlich. Wenn doch Wolf noch fast. Mist. Schade. Krieg ich jetzt bitte meine Spitzhacke wieder? So, ich wollte fucking machen. So, also, lenk mich wieder ab. Doch, hast du. Also, zack. Und zack. Ich habe 32 fucking.
Wie viel Erde haben wir jetzt eigentlich gehabt? Also 39, ich habe 8 davon benutzt. Ah, da oben ist es. Meine Güte, jetzt habe ich es nicht gesehen. So, boop. Weil dann baue ich mal uns da hinten. Daraus möchte ich uns irgendwie... Auf den Wald freue ich mich schon, wenn da überall Bäume stehen. Dann machen wir uns einen kleinen Weg nämlich. Sowas wie eine Brücke? Ja, so also zwei breit. Das kann man. Machen Sie mal runter. Man kann sie später immer noch breiter machen, bis sie zum Anfang. Ich darf jetzt gleich vier machen und dann so zusammenrollen. Warum? Kennst du uns doch. Ja, aber schau, das ist jetzt die kleine Fläche da und dann ziehe ich da die Fläche nach. Das ist der Weg für die Bäume, oder? Ja, na, nur für ein Ding halt. So, und jetzt ziehen wir da keine Ahnung, wie groß machen wir. Ich habe noch 22, das sind 24. Ich habe 24 Teile und 6, oder? 6 und mit 8. 6. Kriegst du von mir sowieso noch. Okay. Perfekt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann mache ich bis 8, dann brauche ich halt ein bisschen mehr. Das ist gut. Egal. Ah, schau mal in den Ofen, vielleicht kann man den Ofen noch Eisen. Ich weiß es noch nicht. Ja, aber du kannst Eisen rein. Ja, aber dann kannst du das Eisen reintun, weil vielleicht haben wir dann. Ah, ich brauche Erde. Ich habe 18. Perfekt, leg sie in die Kiste. Du kannst bei der OneBlock-Kiste eine Kiste dazu tun, dass sie größer wird eigentlich. Nicht das Holz davon. Sie sind in der Kiste. Ja, aber es ist immer so stockt, wenn du sowas machst. Hast du die Erde schon reingelegt? Ich glaube, das ist der Witz. Eine Erde. Gib mir die Erde! Vielleicht. Nö, die brauchen wir. Wenn sie dann so einen Hund da runterschubsen von der Insel, dann bin ich nicht schuld. Ich hab dir nämlich gesagt, wir sollen sie umbringen. Wen sollen wir umbringen? Die Kühe. Warum? Weil in meiner anderen Welt haben sie meine zwei Doggies runtergeschubst. Ja. Und die waren beide gezogen. Deswegen mag ich sie. Ja, wir brauchen Kühe. Aber sie schmecken gut. Wir brauchen Kühe wegen Leder und wegen... Deswegen dürfen sie bleiben, sonst dürfen sie nicht. Sonst müssten sie leiden. Lass es. Warum? Sie wollte mich wegschieben. Wollte sie nicht. Sicher. Ja, sie war nicht angerannt. Ja. Hab ich verhindert. Toll. Und dann setze ich da noch was. Wir haben noch ein Schaf bekommen. Super, wir müssen das jetzt nicht mehr ums Gehen. Was machst du? Ja. Aber da brauchen wir. Uah! Sag ich doch. Hey, du hast wieder Eisen bekommen, du kannst einen Eisenspitzhacke machen. Was für Eisen? Das war Kupfer. Ah, ich dachte, das war Eisen. Jetzt noch ein Dorf ist eigentlich. Keine Ahnung, den habe ich sonst geguckt. Was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich machen? Sind die weg? Ne, mach zu. Die sind alle in einer Ecke. Die macht mir Angst, die stehen alle nur in einer Ecke. In einer Decke? In einer Ecke. Die Ecke ist nicht zu fassen. Was machst du? Ich mach uns dazu, dass uns die Viecher dann reinlaufen. Hau doch die Kuh einfach runter.
Ne, klar, ich schwimme zu. Ich weiß es nicht. Sie ist runtergefallen. Du hast den Block. Jetzt durftest du leiden. Die hat mich einfach Block gelähmt. Das darfst du nicht. Ah ja, da können wir uns einen Stein holen übrigens. Gell? Was echt? Ja, eine Biene! Sie muss einziehen. Hallo! Vielleicht fliegt sie in den Bienenschutz. Warte, ich habe eine Idee. Mitschlagen? Nein, mach ich nicht. Warte. Fliegt sie in den Bienenschutz. Ja. Ja, sie fliegt in den Bienenstock. Schau rein. Schau. Ha, sie ist beim Bienenstock. Warte, jetzt habe ich hier die Biene. Wieso fliegt weg? Warum fliegt sie weg? Setz sie. Ich muss warten, bis sie kommt. Setz sie einfach am Boden. Vor dem Bienenstock. Ich baue mal kurz beim Bienenstock weiter. Die Biene, da schon her, die fliegt einfach weg. Die fliegt mit Absicht ins Void. Schwer? Warum? So, du musst die. So. Ja, die sind nicht da. Ja, doch. Nicht. Ja, schon, aber wir haben einen Bienenstock. Ich da. Darf ich den Fuchs weg, den Wolf weg tun? Nein. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Sonst will ich alle Kühe weg. Boah. Jetzt mache ich alle Kühe weg. Ich versprich's dir. Wenn du das machst, dann sind alle Kühe ja, tot. Ja, ist okay. Schweingehege. Nein! Ach, gekappt. Du Schweinekopf. Geh mal da wieder rüber. Geh da rüber. Warte, ich hol kurz Karotten. Ja, bitte. Ja, Karotten bringen wir eigentlich jetzt nicht wenig. Doch, weil dann kommen sie zu mir rüber. Also ja, dann tust du dann tu, genau, tust du da. Na, zu dir rüber. Da, ja, genau. Bitte gehst alle hier rüber. Dann mache ich dazu. Ja, jeder von euch kriegt da einen, aber nicht jetzt. Passt, okay. Also wir haben. Dann machen wir unsere Hühner rein, eventuell. Wie der brav ist. Der wird schon wieder brav. Wir bräuchten irgendwo. Die Viecher, die nerven mich so dermaßen. Hast du noch Erde oder irgendwas? 18 Stück. Mehr habe ich nicht. Ja, tut mir leid, ich hab nicht mehr. Ein Baum ist gewachsen! Perfekt. Gehst du rüber, ich. Nein, ich mach den Morgen, du gehst rüber. Ja. Du schon das Knochen mehr. Ja, aber. Hooray. Ich brauche mehr für. We are happy! We are so happy! Aber das bringt mir leider nichts an. Ach, ist da. Ich habe noch 26 Mal. Ich fühle das jetzt kurz an und hoffe, dass das reicht. Ja, aber jetzt habe ich Weizen und das Weizen. Ich kann die Viecher da wegkloppen. Also. Das ist mir klar, so ich muss jetzt kurz so zum Hurra, One Block Upgrade! Super. Ich habe 57 Blöcke abgebaut. Spitze, also ich brauche jetzt 57 jeden. Blöcke später. Ich habe irgendeine Tonscheibe, die ich nicht. Ne? So, ich brauche dann deine Unterstützung. Soll ich dabei ins Void springen? Nein. Du musst dann das Weizen nachher nehmen, dass du die Schafe und die Kühe trennst. Schafe und Kühe? Ja, Schafe und Kühe gehen beide auf Weizen. Guckst du? Ist ja normal. Oh, wir haben ein Babyschaf. Oh, wir haben ein Babyschaf. Das ist gerade erst gespawnt. Ah, okay. So, ich bin da, um zu helfen. Na, du kannst noch weiter abbauen. Wie guckst du so? Ich brauche nämlich noch. Nicht so gut. Psst. Ich brauche. Schaf guckst du doch. Ja, Emily, hör jetzt auf. So, zuhören. Ich brauche nämlich Zäune, dass ich das größer machen kann. Das ist gut. Das ist gut.
Ich habe noch zwei Tore, das sollte reichen. Wir haben noch ein paar Tore, das heißt nicht mehr. Von dem da jede Menge. Okay. Feuerzeug machen, dann würden die automatisch reinlaufen. Aber wir haben Weizen, also müssen wir es nicht machen. Ja, aber lustig. Ja, tun wir aber nicht. Wenn ich so gucken könnte, wie sie verbrennen. Nein. Doch, lustig. Nein, lass es. Wir brauchen nicht unbedingt eine Spitzhacke aus Eisen. Tue ich nicht. Mach nicht. Ja, ich warne dich. Verbraten wir unser Eisen. Tue ich nicht. Was machst du dann schon? Wir haben eine Standardtruss gemacht, dass ich dann, wenn was ist, mit dem Schwert kämpfen kann. Der Spitzhacke Schleier bauen kann mit der Axt. Und mit der Schaufel Erde. Okay. Also. Ich mache nicht zum Schleier. So. Jetzt kommt meine lange Sicht der Axt der Beisatz. So. Nein, nein, töte ihn, bitte, Emily, wir brauchen die Schafe, Emily. Tu den weg. Versuche ich gerade, aber ich treffe ihn nicht. Nicht geschafft, jetzt. Jetzt sterben sie beide. Ist er runter? Ja, mit dem Schaf. Perfekt. Hey, warum sind die Kühe da? Ich kapier's nicht, was anderes. Ah, die sind über das Bett drüber. Wir sind schlau. Okay, also der zweite Hund hat nichts gemacht, aber der erste, also der Hund, was draußen war, der hat halt alle Schafe. Alle nicht. Bis auf eins. Und war das Babyschaf. Schon wahr. Ich hab nicht gemerkt, dass der gestorben ist. Warum ist der raus? Wie kann die Kuh bitte da raus? Das kapiere ich mal überhaupt nicht. Jetzt habe ich das. Das wollte ich nicht. Toll, unser einziges Weizen habe ich jetzt. Hey, es kommt. Kommt doch Weizen. Hoffentlich. Na, irgendwann, ja. Irgendwann? Recht bald, hier wächst schon was. Kommst du rein? Okay, also, hey, wir haben wieder ein Gehege mehr. Wir haben für die, keine Ahnung, was gesagt. Für die Bäume haben wir was gerade gemacht. Der böse Hund hat alles getötet. Oh, wir haben noch mehr Bäume schon. Ja. Cool, also das ist ein super Abschluss für die Folge. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe nämlich mit den Blättern nämlich was Cooles vor.
Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder, wenn ich mit den Blättern das mache, was ich machen wollte. Also vielen Dank und genau. Und tschüss. Tschüss.